Da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Minecraft hier in der obersten Etage erstmal der Creeper Farm. Zwischenzeitlich hat es jetzt wohl leider angefangen zu regnen. Das ist zwar nicht so schön, aber ist egal. Wir hören es bald nicht mehr, weil wir hier bald nicht mehr sein werden. Wir werden dann nämlich jetzt demnächst Katzen hier reinbringen müssen. Dazu, ja, müssen aber die Etage auch noch komplett fertig sein. Sprich, das, ja, genau, die Teppiche hier und die Falltüren an der Decke. Da muss ich gerade überlegen, ich bin irgendwie nicht drauf gekommen. So, hier mit dem Mörderwerkzeug ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass es zu viel wird. Komm, die eine Erde hier darfst du noch. So, dann können wir hier wieder Steine klatschen. Dann müssen wir auf dem Weg nach unten auch gleich abzählen, wie viele Etagen das sind, damit wir wissen, wie viele Katzen wir noch brauchen. Die ja hier auch wirklich einen sehr, sehr guten Job machen. Das sind richtig gute Katzen. So, hier. Sie ist ja schon wieder weg. Diese Spitzhacke ist teilweise echt anstrengend. So. Dann haben wir. Oh Gott, mein Herz. Dann haben wir hier erstmal diese oberste Etage komplett ausgehöhlt. Der Fallschacht ist komplett fertig ausgehöhlt. Dann brauchen wir hier bloß noch das. Und hier. Dann müssen wir nur noch diese eine Zwischenetage hier komplett abbauen. Und dann haben wir es geschafft. Dann ist unsere Creeper Farm baumäßig erstmal fertig. Wie gesagt, einrichten noch. Aber das ist, glaube ich, auch relativ schnell passiert eigentlich. Das dürfte wirklich gut werden. So, das hier passt nicht. Der muss noch mit weg. Dann hier. Und diese Seite noch. Dann sind wir außenrum mit den Falltüren auch fertig. Wir brauchen praktisch nur noch oben und in der Mitte immer diese vier, was ja eigentlich auch kein Problem ist. Die können wir jetzt alle schon aufmachen. So. Und hier noch, ich würde mit den Katzen dann von oben nach unten anfangen, weil dann kann ich das Gerüst einfach immer abbauen, weil die Katze klettert immer bis ganz nach oben im Gerüst. Die würde nicht auf irgendeiner Zwischenetage aussteigen. So, Mitte. In welcher Ender Chest habe ich denn die Schienen? Ich glaube, das war. Beziehungsweise nicht Ender Chest, sondern Schalker Kiste. Ich glaube, hier genau. Die brauchen wir. Und die Teppiche sind dann oben. Ich würde hier ganz gerne die Schienen zumindest schon mal vorbereiten. Die Mitte ist tatsächlich genau die Fackel. Dann kommen hier die außen rum. Ja, wir könnten hier die Decke eigentlich auch gleich fertig machen. Es spräche auf jeden Fall nichts dagegen. Oh, es regnet nicht nur, es gewittert auch noch. Ich hasse Gewitter. Gewitter sind ja einfach nur schrecklich. So, ich mache hier mal kurz diesen äußeren Kreis. Der ist jetzt hier so ein bisschen. Sonst konnte ich mich einfach an der Kante orientieren, aber das ist halt hier in diesem Fall nicht mehr so möglich. Weil wir oben keine Kante mehr haben. Das ist ja schon das Dach. Ja, ist gut jetzt. Übertreib doch mal deine Rolle nicht.
So, dann hier einmal komplette Decke. Und wenn die Katze drin ist, können wir die Fackeln abbauen. Teppiche können wir eigentlich vorher schon so weit reichen. Ich glaube sogar fast, die reichen für die komplette Farm. Ich habe da ein bisschen übertrieben mit dem Herstellen. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wir brauchen die immer wieder mal, wenn wir irgendwo was mit Fallschächten bauen. Und hier brauchen wir jetzt schon wieder Falltüren. Ja, dann war eins von den neuen Gesichtern auch schon online. So, wir haben also praktisch 1, 2, 3, 4. Ah, diese verfluchte Einrass. Ich sollte die vielleicht mal ausstellen. Vielleicht baue ich auch doch die Etagen von oben nach unten dann auf. Und praktisch zwischendrin einfach gleich zählen zu können. Dann kann ich nämlich das Gerüst abbauen und muss das nicht über diese Einrassfunktion machen. Das ist nämlich echt ein bisschen nervig. Vielleicht kann ich aber auch, wenn ich mich hier irgendwo an eine Kante stelle, einfach die Falltüren zählen. Oder ich hole einfach die Katzen her. Okay, und tschüss. Oder ich hole einfach die Katzen her und wenn dann eine Etage fertig ist und irgendwo fehlen noch Katzen, dann muss ich halt nochmal welche züchten. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil das lässt sich so tatsächlich echt schwierig abschätzen. Weil es halt auch echt dunkel ist zwischendrin. So, die Schiene in der Mitte ist hier, oder? Ja. Hier können wir alles aufmachen. Oder ich baue halt wirklich jetzt einfach komplett von oben nach unten gleich fertig. Mit Teppich und Falltür und Katze. Ich glaube, das wäre das Sinnigste, wenn ich mich nicht täusche. Achso, die kann auch offen bleiben, beziehungsweise zu, wie auch immer, ist ja auch egal. So, wir brauchen also ein paar Loren, wir brauchen natürlich wieder Holz, ganz klar. Ich würde allerdings die Schienen zumindest gerne schon setzen. Fällt mir gerade ein, weil dann kann ich die einfach schon komplett aufräumen. Und hier müssen natürlich auch noch ein paar Fackeln rein. Noch soll hier nicht spawnen. So, dann ist das die Mitte. Ja. Und hier. Ich tippe auf da. Naja, nicht ganz, aber fast. So. Ich zähle trotzdem mit. Ich kann es dann einfach anhand der Schienen so ein bisschen mit abzählen. 1, 2, 3, 4. Dann ist hier Nummer 5. Und Nummer 6. Nummer 7. Dann haben wir hier Nummer 8. Jop, ist die Mitte. Wow, das ist nicht schlecht. Hier Nummer 9. Hier haben wir Nummer 10. Also wir haben definitiv mehr als 10 Etagen. Das ist aber auch schon mal ganz gut. Hier ist 11. Dann haben wir die 12. Plus die paar Etagen, die wir schon hatten. Also 12. Ich stelle mich da mal ganz kurz rein.
12, 13, 14, 15, 16, 17. Also wir haben 17 Etagen. Ich schätze mal, effektiv davon laufen nur 15. Ich denke, die unteren beiden werden wegen der Beleuchtung ein bisschen schwierig sein. Wow. Ich glaube, wir brauchen 12 Katzen. Das heißt aber auch, wir brauchen wieder Fisch. Weil da sind definitiv keine 12 Katzen drin. Und klar, wir brauchen Holz. Das wächst ja schon nebenbei, so wie es sein soll. Fisch haben wir hier. Habe ich Baumaterial für so ein Kacktor? Das ist nämlich langsam echt hart am Nerven. Ich glaube, hier ist Holz mit drin. Dann bauen wir uns jetzt hier erstmal ein schönes Tor, damit ich da rein und raus kann. Und dann züchten wir die Katzen schnell ein bisschen hoch. So, ihr dürft alle einmal kurz aufstehen. Ich glaube, die hellen Katzen... Warum stehst denn du nicht auf? Sag mal. Will einfach nicht. Ich glaube, die weißen Katzen nehmen hier langsam Überhand. Nehmen hier langsam Überhand an. Nee, bleib mal auf. Ach, toll. Schwarz zu schwarz, bitte. Ah, wieder eine helle. So, macht ihr auch wunderbare Katzenliebe? Kommt schon. Noch mehr Miezis. Irgendwo ist noch eine. Ja, hier. So, 12 Stück brauchen wir. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ich werde mir da gleich welche rausholen. Aber erst, wenn ich wieder Holz habe. Wo hatte ich denn eigentlich die Leine hingeschmissen? Die habe ich doch bestimmt wieder in der Ender Chest. Da gucken wir gleich nach. Außerdem kann ich dann hier wieder aussortieren. Und den ganzen Cleanstone wegschmeißen. Ich mache erstmal das Inventar komplett. Da ist ja auch schon wieder einiges drin. So, Erde. Dann hier Granit. Diorit und... Andesit. Schienen brauchen wir noch. Die könnten sogar genau reichen. Oder haben wir die jetzt nicht alle fertig gemacht? Ne, wir haben Schienen alle fertig gemacht. Die können wir wegschmeißen. Also nicht wegschmeißen, wir können sie aufräumen. Das meinte ich. Dann braucht man natürlich auch noch sehr viele Loren. Ja, kann da drin einfach despawnen, ist auch egal. Das Laub können wir aufräumen, die Schleimbälle können wir aufräumen, Äpfel, Namensschild, Kohle. Eigentlich können wir das alles aufräumen. Stöckchen lasse ich mal noch drin. Das können wir aufräumen, Knochenmehl. So, dann hier nochmal Andesit, noch. Mal Diorit und auch noch mal Granit. Ein bisschen Erde kommt auch wieder. Hier drüben haben wir das Kohleerz. Normale Kohle. Hier hinten können wir das Laub aufräumen. Und den Zaun mit dem Tor. Dann haben wir ein bisschen was Monstermäßiges. Einmal hier. Da brauchen wir wirklich wieder dringend Nachschub. Hier nehme ich mal ein bisschen was mit. Den goldenen Apfel räumen wir auf.
Ich will noch mehr davon. Wir sollten demnächst mal eine Goldfarm bauen. Steht auch noch auf dem Plan. Aber jetzt nicht die nächsten Tage. Erstmal hier so ein bisschen vorankommen, weil die wird wirklich wieder sehr, sehr groß und auch sehr, sehr aufwendig. Ich finde es nicht schön, dass ihr euch hier alle reinsnitcht. Weißt du, niemand will euch hier haben und ihr, ja, drängt euch hier einfach auf. Restliches Gerüst kann gleich in die Ender Chest. So, das Nametag lasse ich auch mal da drin. Hier kriegen wir noch mal ein bisschen Knochenmehl extra. Die Blume, ganz ehrlich, pflanze ich jetzt erstmal so schnell einfach hin. Schienen können hier hin. Dann wollen wir mal mit ein bisschen Knochenmehl hier die restlichen Bäume hochziehen. Es muss gemacht werden. Und ich hoffe, dass dann, hallo, das Holz auch langsam mal reicht. So, ich lasse jetzt auch wieder die Fackel weg. Ich denke, man erkennt trotzdem noch gut genug, was wir hier machen. Und wirklich eine sinnvolle Arbeit ist es ja auch nicht, ne? Es ist einfach nur eine Arbeit, die eben dringend gemacht werden muss. Wir brauchen das Holz. Alter, der schluckt aber ganz gut hier. Was ist mit dir los? Der hier ist auch wieder am Eskalieren. Der hier eskaliert, obwohl er direkt neben der Lichtquelle steht. So, dann haben wir es gleich. Gleich geht's los. Schön Holz hier. Hier noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Okay, der will nicht. Wenn er nicht will, ganz ehrlich, dann halt nicht. So, dann wollen wir hier mal durchlaufen. Ein bisschen Holz sammeln. Dann machen wir da draus wieder Falltüren. Teppiche haben wir noch. Die ein oder andere Lore sollten wir auch gleich mitnehmen. Ich würde einfach mal so, keine Ahnung, 10 Stück machen oder so. Oder aus einem Stack. Wie viele kriegen wir aus einem Stack? Ja, wir brauchen pro Lore 5. Das wären... Also wenn wir ein Stack und einen nehmen, dann kriegen wir 13 Loren. Die könnten, ja, vielleicht reichen. Und wenn wir gegebenenfalls eine Lore übrig haben, wäre das ja auch nicht verkehrt. Ich würde mich eigentlich sogar sehr freuen. So. Das gibt doch schon ganz ordentlich Holz hier. Miau. Die Babykatzen, wie sie so, wenn sie da einfach so rumschreien. So total spitz und hoch und miau. Die sollen nicht rumholen, die haben ein bestes Leben. Die kommen alle in eine... Ah, toll. Die kommen alle in eine Creeper-Farm. Was willst du denn mehr? Dein ganzes Leben bewachst du praktisch mich. Das ist doch schön. Ihr kleinen Miezis. Das ist doch genau das, was ihr wollt. Ihr wisst es vielleicht bloß noch nicht. So, dann machen wir mal Falltüren. Die ein oder andere. Dann hole ich ein bisschen Eisen. Also ein Stack und eins. Das muss dann reichen. So. Dann mach mal Loren. 13 Stück. Ist hier die Leine? Ja, die Leine ist hier. Dann nehmen wir gleich eine Katze mit. Achso, nee, ich muss eigentlich erst wieder auf die Setzlinge warten. Das ist
im Moment wichtiger, um das Fortbestehen der Holz- und Baumfarm gewährleisten zu können. So, das heißt praktisch, wir sammeln hier alles auf und in der nächsten Folge, die fängt nämlich gleich an, beziehungsweise diese hier endet gleich, in der nächsten Folge würde ich dann sagen, machen wir ja Besetzung der Creeper Farm. Und dann können wir die auch mal ein bisschen Probe laufen lassen. Das heißt, ich würde jetzt gegebenenfalls diese Folge sogar schon ein bisschen früher beenden als sonst. Dann würde ich zwischen den Folgen hier die Setzlinge aufsammeln. In der nächsten Folge dann machen wir die Creeper Farm eben fertig. Und dann zwischen der nächsten Folge und der übernächsten Folge, ja, stelle ich mich irgendwo mal ein bisschen AFK hin und wir schauen mal, wie effektiv unsere Creeper Farm letztendlich ist. Gut, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis morgen und ja, ciao.